Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle dabei seid. Worum geht es heute? Wir wollen die Dewald mit meiner Werkbank verheiraten. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Und ja, wie ich das Ganze vorhabe, wie ich es anstelle, seht ihr nach dem Intro. Ja, in den ersten beiden Teilen habt ihr ja bereits gesehen, wie ich die Werkbank gebaut habe. Im letzten Teil haben wir quasi diesen Anbau hier gemacht mit der Schublade. Das hat auch alles super funktioniert. Jetzt ist es soweit, dass wir die Dewald hier drauf platzieren möchten. Oder nicht wir, sondern ich möchte das, aber ich möchte, dass ihr dabei seid. Ich werde jetzt quasi einen Holzrahmen noch bauen, wo eine MDF-Platte draufkommt. Darauf werde ich die Säge stellen und irgendwie werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich diese noch minimal in der Höhe verstellen kann. Ich habe eine 8 mm Gewindestange habe ich geholt und weil ich nicht weiß, ob die Schrauben, die 8 mm Schlossschrauben, die ich habe, ob die reichen. Deswegen habe ich im Baumarkt noch vorsichtshalber eine 8 mm Gewindestange geholt. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal probieren. Also, los geht's. So, ganz normale 19er MDF. Und dann... So, und dann mal die Säge drauf. Das ist im Prinzip so, wie ich mir das jetzt zumindest mal grob vorstelle. So, jetzt sehe ich schon, wir sind auf jeden Fall hier schon höher mit der Platte. Das heißt, das Ganze muss definitiv runter. Ich werde die jetzt einfach mal durch den dicken Hobel jagen und dann schauen wir mal. Denn ich glaube, ich habe, es sei denn, ich habe irgendwo noch ein paar dünne rumfliegen, da gucke ich mal. Ja, das mache ich als erstes und ansonsten sehen wir uns gleich am dicken Hobel. Ja, und siehe da, ich habe doch noch ein paar Reste von dem Gestell von der Werkbank. Die sind 35 stark. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache, ich habe schon mal zwei da drunter, dann bin ich jetzt noch ein paar Millimeter unter der Platte und das Ganze kann ich natürlich jetzt wunderbar mit Schrauben verstellen. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Wie das Ganze geht, zeige ich euch. So, da das ja die Grundplatte ist, wo die Dewald dann draufsteht, werde ich die drei Balken, die ich habe, ich werde hier einen hinsetzen, ich werde hier einen hinsetzen und hier einen hinsetzen und schneide mir die drei Teile gerade hier an der Kappsäge passend. Und jeder, der jetzt gut aufgepasst hat, sieht, dass es noch ein bisschen schneit. Jetzt läuft der Staubsauger. Ohne Schlauch. Doof. Schlauch dran. Nächster Schnitt. Dann gucken wir mal, ob das jetzt besser wird. So, da sind die drei Teile. Und die bauen wir jetzt hier drauf. Das werde ich jetzt als allererstes mal verschrauben. Lasst mich gerade überlegen, ob das sinnig ist. Ich zeige euch gerade, was ich genau vorhabe, wie ich das festmachen möchte. So, ja, eigentlich eine ganz simple Nummer. Ich habe eine Höhe jetzt noch, oder beziehungsweise ich muss das Ganze um circa 8 mm jetzt nach oben bekommen. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, gut, ich mache jetzt da ein Klötzchen, dann gucke ich hier, dann mache ich hier ein Klötzchen, da ein Klötzchen. Möchte ich aber nicht. Ich möchte das halt schon verstellbar haben, weil es kann ja auch mal sein, dass sich das Ganze ein bisschen verstellt, dass das Holz arbeitet, ich das nochmal nachjustieren muss oder.
Und in meinen Augen die simpelste Lösung, die allersimpelste Lösung, ich will auf jeden Fall diese Druckpunkte von den Füßen, das ist hier, hier und auf der anderen Seite, die Druckpunkte will ich nutzen, weil hier kommt ja die Stange runter und hier wird der meiste Druck auf der Platte sein. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe eine ganz normale, einfache Schlossschraube. Ich habe hier eine 8 mm, eine M8-Schraube ist das. Und hier habe ich diese, ich habe keine Ahnung, wie man sie nennt. Ich möchte, das ist die Grundplatte. Ja, das ist der Rahmen, den wir gerade zusammengeschnitten haben, der hier noch drauf kommt. Ich möchte, dass der Rahmen und die Platte, wo die Säge draufsteht, dieses Teil, dass ich dieses Element, diese feste Einheit später, die hoch und runter bewegen kann. Das heißt, es wird zwischen der Grundplatte und dem Plattenelement für die Säge, sage ich jetzt mal, da möchte ich quasi dazwischen das Spiel haben. Das mache ich jetzt wie folgt, so ist mein Plan. Ich werde hier eine Bohrung reinsetzen, wenn das Ganze fertig ist, auf die Höhe, das werde ich mir gleich alles anzeichnen. Dann kommt hier eine Bohrung rein und dann werde ich quasi diese Muffe, Krampe, was auch immer, keine Ahnung, werde die von oben hier einschlagen. Einschlag, Hülse, Einschlag, Krampe, Muffe, keine Ahnung. Die werde ich hier einschlagen. Dann kommt hier natürlich von oben die Schraube rein. Und jetzt passiert Folgendes. In dem Moment, wo ich an der Schraube drehe, drehe ich die entweder hoch oder ich drehe sie runter. Ich drehe sie hoch oder runter. Wenn ich die dann an der richtigen Position habe, da wo sie sein soll, werde ich sie hier mit dieser Schraube kontern. So. Und somit habe ich dann quasi, aber ihr versteht, was ich meine, ja, so sieht das Ganze dann aus, dann sitzt hier quasi der Rahmen oben drauf und das ist, sind dann die 8 mm, die ich dann überbrücke. Und so kann ich jede Seite einstellen. Wenn ich das habe, dann hat die DEWALT, ich weiß nicht, wie das bei euren Sägen ist, wenn ihr andere Sägen habt, müsst ihr mal gucken. Zur Not kann man sich das natürlich auch im Gestell selber machen, aber die DEWALT hat in dem Gestänge unten 4 Bohrungen und die zeige ich euch gerade, denn damit möchte ich die Säge befestigen. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und zwar, das ist jetzt quasi der Rahmen, der untere, die untere Querstrebe von dem Rahmen. Hier ist die Verstellung für die, für den Winkel von der Säge. Also das hier ist jetzt wirklich vorne die vordere Ansicht. Hier ist dieses Drehrad. Ja, das heißt, so stehe ich vorne vor der Säge, gucke da rein. Und das ist jetzt der untere Rahmen. Und ihr seht jetzt vielleicht, ich deute das mal an mit der Schraube hier, ihr seht hier und ihr seht einmal, na, das könnt ihr vielleicht erkennen, und zwar einmal da hinten, ja, hier ebenfalls, kann man sehen. Hier sind Löcher drin, die sind auch komplett durchgehend, das heißt, die kommen hier unten auch wieder raus. Und da werde ich Folgendes machen, ich werde mir hier in dieser Holzplatte, weil die habe ich ja mit dem Boden verschraubt, ja, ich werde mir hier unten, das werde ich mir auch genau anzeichnen und werde da einfach 1, 2, entweder werde ich da Rampamuffen reinmachen oder ich werde diese gleiche Krampe nehmen, die ich hier habe, von unten dran setzen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da gucke ich einfach mal, wie ich damit rauskomme. Das kann auch sein, wenn das von der Länge her passt. Ich habe noch einen kleinen Ticken längere Schrauben. Dann brauche ich die Gewindestange gar nicht benutzen. Und dann kann ich von unten quasi die Rampamutte von unten ins Holz reinmachen und kann von oben hier einfach das Ganze reinschieben und dann einfach festschrauben. Und somit bekomme ich natürlich hier über diese Punkte den Druck nach unten auf die Platte, habe die Säge verspannt und dann sollte eigentlich gar nichts mehr passieren.
So, und jetzt werden wir noch, ich habe jetzt gerade eben, habt ihr gesehen, angezeichnet, wo die Füße draufstehen oder die Druckpunkte sind, damit ich da weiß, wo ich die Bohrungen machen muss für die M8er Schlossschraube. So, und jetzt wollen wir noch die Löcher hier anbohren und die quasi unten übertragen. So, liebe Pickerfreunde, das gleiche müssen wir natürlich auch hier in den Löchern machen. Und jetzt habe ich aber folgendes Problem. Da komme ich gar nicht mit richtig hin. Aber auch dafür gibt es eine Lösung und die zeige ich euch jetzt. Also, Loch, 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 Loch rein. Genau, werde dann die Schraube von unten dran setzen und dann sollte das Ganze funktionieren. Oh nein, was habe ich getan? Nichts Schlimmes, aber ich will die doch von der anderen Seite drauf machen. Sonst funktioniert ja mein Plan nicht, was ich euch gerade so wunderbar erklärt habe. Das heißt, die kommen jetzt gerade wieder raus. Die schlage ich von der anderen Seite rein. Naja, wenn man keine Arbeit hat, ne? Anderen Trick. Schraube runter. Zack. So, ja wunderbar. Also die vier haben wir drin. Das sind die, wo die Säge selber später mit verschraubt wird, mit befestigt wird. Und hier, lass mal gerade mal überlegen, von hier oben, oder? Nee. Leute, noch ganz anders. Das war ja ein kompletter Denkfehler. Hier außen müssen doch gar keine rein. Ich will ja den Boden beweglich machen. Die Löcher, die ich jetzt hier reingetan habe, es ist nicht schlimm, dass ich sie drin habe. Ich habe sie jetzt quasi als Führungslöcher. Ihr versteht nicht, was ich meine? Ich zeige es euch. Kommt mal mit. So. Ja, was meine ich? Das meine ich. Hier kommt die Säge doch drauf und ich will ja, dass die Platte nach oben und unten verstellbar ist. Ich packe sie hier unten rein aus folgendem Grund, zeige ich euch. So, warum packe ich die hier rein? Das war schon richtig, glaube ich, die Idee. Denn ich habe ja durch die Platte den Druck mit der Schraube hier drauf. Ja? Das heißt, das Ganze drückt hier drauf und das soll es ja auch. Wenn ich das hier rein mache, hier oben, dann bringt mir das gar nichts, denn dann drückt mir die Schraube quasi die Krampe wieder aus dem Holz raus. Da habe ich ja nichts von. Ja? Und natürlich würde die dann irgendwann hier aufliegen, aber dann kriege ich sie ja nicht gespannt. Das heißt, ich muss sie hier rein machen, damit ich das Gewinde oder die Schraube mit dem Druck, damit das auch hochkommen kann. Das geht gar nicht anders. Also muss hier rein. So, und jetzt muss ich darauf achten,
denn ich habe ja hier die Möglichkeit, mit diesem Hebel und dem Hebel hier den Anschlag rauszunehmen. Natürlich muss ich jetzt aufpassen, dass ich auch das Ganze machen kann. Das heißt, ich muss ja hier entspannt rauskommen. So wäre das der Fall. Ja, dann habe ich hier mit dem und hier, dann kann ich den Anschlag hier wunderbar rausnehmen und kann den auch beispielsweise hier vorne reinsetzen. So, komm her, zack. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze wieder vernünftig festzuspannen. So, Nummer 1 und Nummer 2. Was ich jetzt gucken muss, hier bei dem Loch, das glaube ich brauche ich nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade erzähle. Wir machen weiter. So, dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Also, die Schraube kommt jetzt von hier oben dran. Dann kommt eine Gewindescheibe drunter und eine Mutter. Unterlegscheibe. Gewindescheibe. So Leute, ich habe euch jetzt mal auf der Hand, ich hoffe ihr könnt das sehen. Ich habe jetzt diese Schraube hier drin in der Länge und mein Problem ist jetzt, wenn ich jetzt die Schublade schließe, ich hoffe ihr könnt das sehen, stößt quasi diese Kante hier an die Schraube hier dran. Da. Und dann kriege ich die nicht zu. Ich werde jetzt Folgendes machen, damit das geht, werde ich hier ein Stück rausschneiden. So, ja, wie ihr gerade sehen konntet, die Schraube, die ich hier dafür nutzen wollte, die ist zu kurz. Jetzt habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe mir jetzt, hatte er erzählt, ich hatte zwei Gewindestangen mitgeholt. Ich hatte eine Gewindestange mitgeholt. Das heißt, hier kommt jetzt die Gewindestange rein. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Die Gewindestange ist jetzt so lang, dass die hier oben, gegen diese Verkleidung kommt. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte diese komplette Verkleidung abbauen,
Aber das machen wir nicht, sondern ich nehme, ups, Entschuldigung, sondern ich nehme jetzt einfach wieder die zwei Schrauben auf der anderen Seite raus und werde dann als allererstes die Gewinnstange hier einsetzen, bevor ich dann die Säge da drauf setze. Und dann kann ich die hier quasi die Säge hier reinsetzen in diese Stange oder aufsetzen auf diese Stange, kann die verschrauben und mache dann die andere Seite erstmal fest. Ja. Ist jetzt einmal zwei Arbeitsschritte mehr, macht aber nichts. Machen wir jetzt so. So, jetzt seht ihr die Frontansicht. Genau, also ich habe die Stempel hier noch drunter gesetzt. Zwei Stück links und rechts. Einfach nur, dass es A, von der Optik her, es ist schöner, wenn es hier ein massives Stück ist. Finde ich einfach schöner. Und es ist aber auch eine Stabilitätsfrage, weil ich habe einfach jetzt hier ein bisschen mehr Auflagefläche, was die Platte oben angeht. Auch gerade hier oben in Verbindung mit dem Fuß von der Säge. Weil die Ecke, die wackelte ein bisschen. Und das tut es jetzt nicht mehr. Wir schneiden uns jetzt hier die Füße raus. Da habe ich genug von. Das heißt, da machen wir jetzt vier Füße draus, die hier hinkommen. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie nochmal durch einen... Doch, ich werde sie nochmal durch einen dicken Hobel jagen, weil das ist einfach schöner, wenn sie glatt sind. Weil das Ganze ist jetzt noch sägerau, das ist nicht so schön. Also, auf geht's! So, ja, das sieht schon viel besser aus. Hier nochmal zum Vergleich. So sah es ungehobelt aus und so sieht es gehobelt aus. Also, einen dicken Hobel, lohnt sich, Freunde. So, wir messen uns unsere 37 mm, Millimeter sei schon, 367 glaube ich, ich messe nochmal nach. So, jetzt habt ihr genau gesehen, was passiert ist. Ich persönlich lasse, wenn ich Sachen hier, wenn ich Sachen hier mit einem Anschlag so gespannt habe, rechts vom Sägeblatt, dann lasse ich das Sägeblatt unten immer grundsätzlich auslaufen. Weil ihr habt gerade gesehen, beim Hochziehen ist das mitgekommen. Klar, weil das jetzt nicht hundertprozentig gerade ist. So, fertig. Ja, gehen wir mal hinten hin, gucken uns die Platte an und schauen mal. So. Hey, was bringt der denn jetzt die Fräse mit? So, ich muss euch was erzählen. Nein, ich muss euch nichts erzählen, alles gut. Der Märchenonkel. Nein, ich bin auch hingegangen und habe einfach hier noch die Kanten gerade gerundet. Hier ganz normal mit einem
Ich glaube, das ist ein Dreier Radienfräser. Einfach nur, es fühlt sich ein bisschen schöner an als dieses ganz eckige. Und deswegen habe ich ihn mitgebracht, weil ich habe ja hier, habe ich ja vorhin gesagt, ich möchte das Ganze doch noch abschneiden. Dummerweise natürlich habe ich genau die Stelle erwischt, wo hier innen drinne quasi das Ganze mit einem Holzdübel gedübelt ist. Das heißt, das sieht man hier, aber naja, es ist egal. So, da gehen wir jetzt gerade hin und fräsen natürlich hier auch noch eine Rundung dran. So, jetzt werden wir gleich zum allerersten Mal diese Maschine anschmeißen. brauche ich 575. So, dann kann der Anschlag hier mal zeigen, wie genau er ist. 575. Das wären 575. Sägeblatt hochgefahren. Und es sind 575. So. Ich ziehe jetzt eine Brille an, Ohrschützer an. Und dann schmeißen wir das Gerät mal an und gucken, wie laut es ist. Ja, wie ihr gehört habt, es ist laut. Die brüllt auch direkt los, aber ich habe natürlich hier oben einen wunderbaren, sauberen Schnitt. Gerade eben schon gesehen, hier hinten, also ich muss den nochmal, entweder muss ich ihn noch ausdrehen, wobei das war jetzt ganz, ganz wenig, oder ich fahre hier auch nochmal eine Phase dran. Weil ich glaube, wenn ich hier eine Phase dran fahre, an den Tisch, dann habe ich ja automatisch, dass der hochgleitet. Ne? Weil letzten Endes soll er ja nur darüber switchen. Ja, aber coole Geschichte. Zwei Staubsauger. Ich finde, also ich habe hier unten gar nichts an Dreck. Ich habe hier unten, hier ist nichts. Und wir gucken jetzt mal, ob die Platte überhaupt dazwischen passt. Vor lauter Laberei. Laber. Ah, herrlich. Herrlich. Wunderbar. Wunderbar, super. Bei den Füßen hier habe ich eine Rampamuffe reingedreht. Mein Gedanke war eigentlich, die packe ich so unten auf den Boden drauf, dann kann ich unten eine Schraube reindrehen und kann die dann hochdrehen. Das war natürlich ein kompletter Denkfehler, weil wie soll ich das hochdrehen, wenn ich genau da das Gewinde habe? Das ist natürlich Quatsch. Aber, was natürlich schön ist, ich habe ja glücklicherweise diese Schrauben hier mit Senkkopf, ja, auch 8 mm. Und die werde ich dafür verwenden, um diese Platte hier reinzuschrauben. Das heißt, da habe ich nochmal Glück im Unglück gehabt. Und hier werde ich jetzt einfach nur eine Achterbohrung reinbohren. Auch wieder mittig anzeichnen und werde dann quasi in die Grundplatte unten eine Rampamuffe reinsetzen.
und kann dann unten die Schraube hochdrehen und kann damit den Fuß auch wieder ausjustieren. Ja, liebe Leute, ich bin bis jetzt ganz happy. Der Tisch so weit, in dem Maße fertig, dass man quasi ja, ihn ein bisschen nutzen kann. Die Säge ausgerichtet, fest verspannt. Mein Frästisch hätte ich jetzt fast gesagt. Die Verlängerung von der Säge auch, alles fest, alles schön. Was wir heute noch abschließend in diesem Video, in diesem Teil 3 machen, und zwar werden wir hingehen und werden die Platte jetzt hier bündig quasi einmal rundherum schneiden. Die Kante, die ist ja fertig, da ist auch eine leichte Radius jetzt dran, das passt, aber die ist hier an den Seiten, ist die noch ein Ticken zu breit. Ich möchte die gerne bündig quasi mit dem, also in der Flucht von dem Tisch und von dem, also von dem Sägetisch haben. Und vorne die Kante, das war ja nur mit der Hand abgeschnitten, da machen wir natürlich auch noch einen schönen Schnitt. So, und was nehmen wir dafür? Das zeige ich euch jetzt. So, und zwar habe ich mir ja vor einiger Zeit was Schönes Neues geleistet, die schöne Festool TS55F. Passend dazu habe ich mir, ich hole sie direkt aus dem Karton raus, denn ich weiß nicht, ob ich den Karton nochmal brauche, weiß ich nicht, natürlich auch die passende Schiene dazu geholt. So, ohne das Lochraster, aber dieses Lochraster, weiß ich nicht, brauche ich eigentlich nicht. Wenn, dann kann man vielleicht immer mal irgendwann nochmal so eine Schiene nachholen. Die kosten zwar auch eine Menge Geld, aber bei weitem nicht so viel wie eine Maschine. Also von daher. Genau. So, und jetzt habe ich mir ein schönes Video angeguckt von Mike's Tool Shop. Ein Österreicher ist das. Und der hat relativ detailliert gezeigt, wie man diese Schiene mit der
Tauchsäge verheiratet und gleichzeitig auch hier diesen Splitterschutz einschneidet. Und das hatte ich mir vorhin noch mal angeguckt. Ja, und das probieren wir. Und wenn das funktioniert hat, dann schneiden wir auch gleichzeitig noch die Platte zu. Also, seid gespannt. Für euch gibt es ein bisschen Musik und ja, guckt einfach zu, wie ich mich anstelle. Ja, Musik gibt es noch nicht. Genau, hier ist das schöne Stück. Genau, vielleicht kann ich euch mal ganz kurz erklären, was ich jetzt vorhabe oder was wir überhaupt machen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und zwar, die Schiene hier soll ja dafür da sein, dass die Säge, wenn die hier drauf steht, hier schön leicht drüber läuft, was sie jetzt schon tut. So, gleichzeitig soll es aber so sein, dass die Maschine hier keinerlei Spiel hat. So, und ihr merkt das schon. Sie hat hier Spiel. So, jetzt habe ich einmal hier und einmal hier habe ich so kleine Rädchen. So, und diese Rädchen, die kann ich drehen und mit diesen Rädchen kann ich dieses Spiel einstellen. So, jetzt seht ihr, jetzt kann ich hier wackeln und jetzt habe ich kein Spiel mehr. So, und somit habe ich jetzt die Maschine, ja, eingestellt. Tja, ich habe jetzt gerade meine Musik ausgemacht. Eure Musik ist jetzt auch aus. Das hat echt super geklappt. Und jetzt habe ich das Ganze ja genauso in dem Maß, wie es sein soll. Das heißt, das ist das Endmaß von dem Tisch hier oben. Richtig cool. Es ist vollbracht fürs Erste. Der Tisch in seiner vollen Pracht, in seiner vollen Größe, mit abgerundeten Ecken, ist fertig. Jawohl, ich kann anfangen, hier mit zu arbeiten. Freue ich mich tierisch drauf. Er ist noch lange nicht fertig. Für euch ein kleiner Spoiler vorab. Nennt man das so? Ich glaube, ja. Lochraster kommt rein. Schraubstock, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich werde es jetzt googeln. Kann ja nicht sein, dass ich hier permanent nicht weiß, wie das heißt und euch irgendein vom Pferd erzähle. Ha! Eine Vorderzange. Zäh, guck an. Jetzt haben wir es. Genau. Also, das wird hier auch noch irgendwo Einzug erhalten. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das auf Kopf mache oder ob ich das vielleicht sogar hier an der Seite mache. Das wird sich zeigen, also das kommt, Lochraster kommt, wieder viel gelabert. Wie gesagt, Tisch ist fertig, ich bin happy damit, ich bin echt happy damit und sage schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
allen Abonnenten, allen neuen Abonnenten und allen, die gerne Abonnent werden möchten. Klickt einfach mal unten auf Abo, auf Like, lasst mir gerne einen lieben Kommentar da. Und ja, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, glaubt an euch, glaubt an eure Projekte, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.